Leute, willkommen zurück bei EVE Online, das Tutorial. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Und dann steigen wir heute gleich ein mit Grundlagen. Wie beginne ich EVE oder was ist zu tun am Anfang? Ja, am Anfang habt ihr ja dieses Schiff hier, das bekommt ihr ja gestellt. Mit der Ausrüstung, ich glaube, das ist genug original. Ein Miner, ein ziviler Miner und einer zivilen Gatling-Pulse-Kanone, Laser. Das Schiff ist relativ schlecht, aber für den Anfang, für die erste Mission, wo ihr im Tutorial macht, ich empfehle euch auch das Tutorial zu spielen, weil manche Sachen kann ich euch nicht zeigen oder erklären, wenn ich es vergesse oder so. Dann könnt ihr solltet es auf jeden Fall spielen, ist glaube ich sogar nicht überspringbar, weil es immer wieder aufploppt. Deswegen macht es. Es schadet nicht. Zur Erklärung von diesem Icon Schiffsausrüstung. Na ja, gut, Moment, fangen wir anders an. Fangen wir erst hier oben an mit dem Neocom-Menü. Das ist das Startmenü. Hier findet ihr alles, was ihr braucht: Inventar, Browser, Taschenrechner, Notizblock, euer Konten, Industrie, planetare Kolonien, wo ihr machen könnt, Agentensuche und. Und so private Sachen, ihr könnt auch gleichzeitig streamen. Das bietet das EVE auch an. Flotte, wo ihr drin seid. Charakterübersicht, Personen, Orte, Karte, Map, Beta. ISIS ist das Schiff. Ding, das zeige ich euch auch gleich. Das Logbuch, kann man persönliche Sachen aufschreiben. Vergleichen. New Eden Store, das ist der Bezahlstore von EVE. Wo man Sachen kaufen kann, aber nur Klamotten. Man kann keine Waffen oder sonst was kaufen, wo einen stärker machen. Also es ist kein Pay-to-Win. Das ist neu. Gelegenheitskarte. Das zeige ich auch gleich. Dann die Hilfe und die allgemeinen Einstellungen. Seht ihr hier. Man kann ja alles relativ viel einstellen. Was Chat, Audio, allgemein Tastaturkürzel und. About EVE, so Sachen einfach, es ist eine Spielerei, wer das machen will. Ich habe da nicht viel rumgestellt, ich mache immer nur den Sound ein bisschen runter. Ein bisschen nervig ist es, aber für die Aufnahme ein bisschen höher. So. Hier ist das Charaktermobil. Ihr könnt ja euren Charakter selber gestalten. Also ich habe meinen so gestaltet. Man kann die gesamte Gesichtszüge und alles performen, wie man das möchte. Im bestimmten Sinn hat das nicht, also es ist nur fürs Profilbild, dann kann man ein paar Bilder machen. Das Beste auswählen, dann ist das euer Profilbild. Man kann es auch für Geld, glaube ich, noch ändern, wenn man will. Eine Spielerei für die, wo gerne Körper bauen. Dann habt ihr hier eure aktuellen Skillpunkte, euer Name, das Rolan. Raholan ist von EVE hinzugefügt worden. Das Heimatsystem, wo ihr angefangen habt. Dann eure Religion oder eure Fraktion, wann ihr angefangen habt zu spielen. Ich habe am 13.12.2014 angefangen, wo man die Ausbildung gemacht hat, der aktuelle Korb, Sicherheitsstatus und das Kopfgeld. Man kann jedem Spieler ein Kopfgeld verpassen, wenn man das möchte. Dass der gejagt wird von Piraten. Aber dazu auch nachher noch mehr. Dann habt ihr hier die ganzen Skills, weil ihr braucht für alles, was ihr hier bei EVE macht, einen Skill. Das kann ich euch mal zeigen. Hier bei meiner Twitch. Bei Voraussetzungen, um dieses Schiff fliegen zu können, braucht ihr Astrologie, Science, Mining Bug und. Also ihr braucht eine Menge an Skills. Das dauert insgesamt, glaube ich, hat es einen Monat gedauert, bis man dieses Schiff fliegen kann. Solche Schiffe wie Zerstörer sind innerhalb von einem Tag erlernbar. Bei so einem Schlachtschiff dauert es ein bisschen mehr. Dauert es, glaube ich, 5 oder 6 Tage, bis man das fliegen kann. Dann kann man es auch angucken. Ranzoomen, die Panzerung und alles angucken. Man kann sich jedes Schiff bei EVE angucken, wenn man das möchte. Und es sind auch schön designte Schiffe dabei. Ja, und da braucht man halt wieder ein bisschen mehr, bis man das fliegen kann. Ist auch dementsprechend auch teuer.
Welche Skills man am besten lernt am Anfang, das erzähle ich euch beim nächsten Tutorial-Video. Da geht es nur um Skills und ihre Auswirkungen. Da muss ich nämlich ein bisschen was vorbereiten, weil das sehr aufwendig ist, wenn man sieht hier bei Ingenieurwissen beispielsweise, was man hier alles schon skillen kann und die Zeiten anguckt. Das Elektronik-Upgrades dauert jetzt auf die letzte Stufe, auf die fünfte Stufe, 8 Tage. Schon ein bisschen was, weil es ja alles in Echtzeit läuft. Und es ist, man braucht nicht jeden Skill auf 5. Deswegen lasst euch auf die, wartet auf die nächste Folge. Da erkläre ich euch, was man für Skills braucht am Anfang. Ist ein bisschen langwieriges Aufbau so, aber ich denke mal, so kommt man am besten ran. Dann kann man hier abzeichnen, habe ich ja noch keine. Attribute, das ist wie man lernt und alles. Also Willenskraft, Gedächtnis und Intelligenz ist die Lerngeschwindigkeit und das andere sind so Verhandlungssachen, kann man alles verbessern. Durch Implantate. Ha, was für ein Übergang. Hier haben wir Implantate. Gibt es auch ein Skill dazu, um Implantate einzusetzen. Diese tun dann eure Sachen erhöhen. Beispiel Gedächtnis hoch 3, plus 3. Der macht hier 3 Willenskraft mehr und. Und was kann der? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, intelligent. Auf hier. Die kosten auch alle immer was. Umso mehr, bessere Attribute sie geben, umso teurer werden sie. Logisch. Dann gibt es hier noch einen Sprungklon. Wenn man mal aus dem Schiff rausgebombt wird und die Kapsel zerschossen wird, kann man dann, wird man ja wiederbelebt. Biografie, da habe ich nochmal alles reingemacht. Ein bisschen Werbung für mich gemacht, für unseren Kanal gemacht hier. YouTube und Hitbox. Dann Anstellungen, wo man gearbeitet hat. Also das erste war ja die Akademie. Dann war ich in einer Korb, wir machen alles, die hat uns dann nicht gefallen. Dann bin ich in die Bergbaugewerkschaft gegangen und jetzt bin ich bei den Golden Red Diamonds. Dazu noch eine persönliche Anmerkung, wenn ihr anfangen wollt, Eve zu spielen, wir suchen noch neue Member und Eve ist ja wie gesagt eins der hilfreichsten Spiele, was die Community angeht. Also ich habe bei meinem ersten Korb, habe ich gleich mal 200 Millionen bekommen, um mir einigermaßen gutes Schiff kaufen zu können und es zu fitten. Deswegen, ihr seid hier überall herzlich willkommen. Ihr müsst nur aufpassen, dass euch die Korb, weil manche Korps nutzen Anfänger und so aus und so Sachen, das ist nicht so toll, sage ich jetzt mal. Wir suchen noch Leute und wir helfen so gut wir können. Aber wir helfen eigentlich immer. So, dann haben wir noch Ansehen, auch sehr wichtiges an. Das hat mit der Verarbeitung dann später was zu tun. Von Ressourcen und so Sachen und die, wie die euch mögen. Dann Sicherheitsstatus an, das sind alles so Sachen. Da hat versucht mich abzuschießen. Vor 14 Tagen hat er mich hier angegriffen. Da habe ich die Berechtigung, ihn auch abzuschießen zu dürfen. Er hat zweimal verloren, weil er mich im Highsec angegriffen hat. Und dann ist die Polizei gekommen und hat ihn sofort getötet. Aber man hat das Recht, ihn dann selbst zu jagen, ohne dass die Polizei angreift. Pilotenlizenz habe ich mir jetzt erst neu gekauft. Und es gibt seit neuestem, kann man seine Schiffe auch lackieren. Kann man kaufen. Ob es was bringt, ist jetzt wieder dahingestellt. Ist eine schöne Spielerei, sage ich jetzt mal. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Ja, dauert ein bisschen. Chatkanäle, das ist das hier unten. Nur mal so geschult, man kann sie auch minimieren. Dann ist es weg und dann drauf drückt. Ah, Vorführeffekt. So, ist es wieder da. Hier Inventar. Dann seht ihr die aktuelle Station. Dann könnt ihr hier reingehen. Was man im Laderaum hat von dem Schiff. Das Schiffhangar, welche Schiffe auf dieser Station stehen, was hier zur Verfügung stehen. Alle Schiffe einzeln, dass man auch ihre Fittings angucken kann. Und der Gegenstandshangar, wo alles drin ist, was man so braucht oder nicht braucht. Da wird alles gesammelt. Dann haben wir hier Personen und Orte, kann man sich dann auch immer solche Wegpunkte setzen, damit man wieder zu bestimmten Orten zurückkommt. Da stehen auch die Anzahl der Sprünge, wo man machen muss, um dorthin zu gelangen. So, dann Nachrichten.
Ist klar, Schiffsausrüstung, das ist das Fittingsfenster. Da wollte ich noch euch erklären, was es mit dem Bereich hier hüben auf sich hat. Da seht ihr euer Energiespeicher von dem Schiff. Sehr wichtig, weil der sollte eigentlich meistens da oben stabil stehen. Weil sonst kann es sein, dass beim Kampf euch die Energie ausgeht und dann seid ihr tot. Weil ohne Energie schießen keine Waffen und dann kann euch der Gegner relativ schnell kaputt machen. Dann seht ihr hier noch die Angriffsstärke von eurem Schiff, was ihr verbauen könnt. Raketenwerfer, Energietürme oder Drohnen. Eure Attribute vom Schiff, was auch Hüllenpunkte hat. Die vier Schadensarten, was es gibt. Es gibt EM-Schaden, es gibt Hitzeschaden, es gibt kinetische Schaden, also Raketen, und es gibt Explosionsschaden. Also das ist Durchschlag und das ist Ex Aufschlag, Explosion. Dann seht ihr hier euren Schild, die Panzerung und dann die Struktur. Wenn alles durch, erst wird das Schild runtergeschossen, dann geht es auf die Struktur und dann auf die Panzerung und dann auf die Struktur. Und wenn die Struktur bei 0 ist, ist euer Schiff kaputt. Ihr werdet rausgeschossen, eure Kapsel, und ihr könnt fliehen, wenn ihr Glück habt, in eurer Rettungskapsel, oder ihr werdet dort auch noch rausgeschossen. Das ist dann eher ungünstig. Dann kommt euer Sprunglohn zum Einsatz und ihr seid dann wieder weiter weg, habt kein Schiff mehr und bekommt dann dieses Standardschiff zur Verfügung. Dann habt ihr noch Zielaufschaltung und das sind noch solche andere Attribute wie Radar, Sensorstärke, Scanauflösung, Radarsignatur und wie viel Ziele ihr maximal aufschalten könnt, eure Geschwindigkeit beim Warpen, die Masse und die Trägheitsfaktor. Da ist er jetzt bei 3,4. Wenn man jetzt mal hier ranstellt, sind wir bei 0,09. Das ist relativ nichts, also ziemlich träge das Schiff. Und hier sind wir bei 0,7. Das ist solche Spielereien. Ja, wenn man sieht, das Ding wiegt fast 1 Million Tonnen. Schon ein bisschen Brocken. So, wenn man es gefittet hat, sieht es dann so aus. So Sachen kommen auch alles mal zu später dazu noch. Ich mache 190 DPS, also Damage per Seconds. Ich habe eine Hülle, eine effektive komplette Panzerung von 44.000 Hüllenpunkte. Und ja. Gut, gehen wir weiter. Auf das Schiff zurück. Dann kommt man, wo war man hier? Dann ist das hier der regionale Markt. Das habe ich euch letztes Mal schon gezeigt, dass man hier alles kaufen kann: Blaupausen, Schiffsausrüstung, Lackierungen, Skillbücher. Aber das kommt also beim nächsten Mal. Sonderversionen, Implantate und so Zeugs. Das ist, das hier, was kostet 1 Milliarde. Was kann das? Kenne ich selber noch nicht. Attribute. Deckel, keine Ahnung. Kann halt irgendwas. Müsste man jetzt lesen, aber habe ich keine Lust dazu. Dann gibt es hier das Industriefenster, wenn man bauen will. Das kommt später. Ich habe auf einer anderen Station. Man kann aus Skills lernen, dass man von hier aus diese Sachen starten kann. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Kommt auch noch alles. Und dann könnt ihr euch aus den Roherzen solche Gegenstände erstellen, bauen lassen. Kostet auch wieder Geld und ja, aber es ist billiger, Sachen selber zu bauen, als sie zu kaufen. Also, weil die Rohstoffe kannst du ja erfahren, das kostet dich deine Zeit, aber das kann man ja durch Mining machen. Das erkläre ich euch dann später. Man kann auch erfinden, also von, das ist Tech 1, das sind Tech 2 Gegenstände, die sind stärker, teurer und besser. Kostet aber auch wieder Skills, Geld und so Data Cores. Sehr komplizierte Sache. Kommt auch noch ein Tutorial dazu. Dann hier das Wichtigste, wenn ihr am Anfang seid, eine Corp, tretet einer Corp bei. Wie erwähnt, könnt uns gerne bei uns bewerben. Wenn nicht, geht ihr auf Ali, nein, nein. Suchen, genau, Rekrutierung suchen. Dann könnt ihr eingeben, wenn ihr online seid, ungefähr. Und was für Korb ihr sucht, eine von 50 bis 500 Leute. Da kann man irgendwo noch Eigenbeschuss kann man dann noch filtern, dass man sich gegenseitig abschießen kann, dass es deaktiviert ist. Und dann bietet es euch an, wie viel Trefferqualität und
Ja, dann könnt ihr euch dort bewerben. Jede Korb hat auch eine Steuer. Da müsst ihr von eurer Mission Geld abgeben. Aktive Mitgliederbewerbung. Beschuss ist für unser Training, wo wir momentan machen, wichtig, weil wir uns dann gegenseitig beschießen. Da kommen wir auch noch dazu. Dann seht ihr die Büros, wo wir vertreten sind, und die Station, wo wir besetzen. Besetzen wir noch keine, sind wir gerade dabei, eine aufzubauen. Die Map habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Die Sternkarte. Und da brauche ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Dann haben wir hier das ISIS. Da gibt es die ganzen Schiffe. Alles aufgelistet. Und die kann man alle selber bauen oder kaufen. Die sind die teuerste. Das sind die Titanen, die größten Schiffe. Wenn man sieht, das Schiff ist 13 Kilometer lang. Habe ich, glaube ich, auch letztes Mal schon gezeigt. Da gehe ich jetzt auch ein bisschen drüber weg, weil wir schon eine Viertelstunde haben. Wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr hier unter persönlichem Besitz gucken, was ihr rumliegen habt. Ich habe da noch ein Mining-Schiff rumfahren. Und dann sonst noch ein paar andere Sachen. Ja, Schiffe suchen. Passt. Kontostand. Seht dann, wie viel Geld ihr habt. Ich habe 369 Millionen. Dann Logbuch. Da werden eure Missionen so gespeichert von den Agenten. Und die anderen Sachen. Episches Logbuch könnt ihr dann lesen. Alles. Das ist Lesetext. Schöne Hintergrundgeschichte, sehr interessant. Würde ich empfehlen zu lesen. Nuiden Store kommt auch hier rein. Drücke ich jetzt nicht drauf, sonst wird das Bild minimiert. Dann brecht Fraps ab und. Dann die Gelegenheitskarte. Das ist so eine Art Tutorial, wo man dann die verschiedenen Sachen durchläuft. Mir fehlt jetzt nur noch ein paar Sachen, aber die geben keine Punkte und nichts. Deswegen ist es jetzt auch nicht zwingend notwendig, dies zu machen. Aber es erklärt die Grundbegriffe, was man können muss. Und dann noch mein Notizblock mit ein paar Infos, Links und ja, Fitting, wo ich noch machen will für meine Apokalypse. Ja, das war jetzt das Tutorial oder Einführung zu der Hauptmenüleiste. Ich habe eigentlich ein bisschen anders geplant gehabt, wollte eigentlich nicht so lange drauf eingehen, aber es dauert einfach alles bei Eve ein bisschen länger zu erklären. Nächstes Mal machen wir dann diese Seite hier. Was das hier alles kann. Das ist von Station zur Station unterschiedlich. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Und danach gehen wir auch raus und fliegen mal ein bisschen. Und ich zeige euch, wie das funktioniert. Aber das seht ihr erst wieder bei der nächsten Folge. Deswegen schaltet rein. Am Samstag müsste die rauskommen. Ja, am Samstag. Diese kommt morgen, den Dienstag, den 5.26. und die andere am Samstag. Ich hoffe, es hat euch interessiert oder es war spannend. Falls ihr Anregungen oder Wünsche habt oder Fragen, wenn ich was nicht genau erklärt habe, schreibt sie in die Kommentare und ich beantworte sie dann. Und wir sehen uns dann sonst wieder am Samstag. Bis dahin, tschüss.